Schöne guten Abend, alle guten zusammen hier. Das ist Eric Rehe vom SNG und sie froh, dass wir hier, ich kann alle guten hier begrüßen für ein Table Ronde zum Thema Wenig also zu viel. Das ist keine Wahlkampfveranstaltung, würde ich klarstellen. Die braucht uns nicht am 20. Oktober an uns zu denken. Die muss uns vier Drohnen an nur am 20. Oktober immer an uns denken. Ich meine, noch keine lange Aufhörung. Till und Rolle hat hier ein ganz flottes Panel zusammengestellt von Nvidien, die wie gesagt die Experten noch zum Thema sind, die darüber schwätzen werden. Ich will nur drei Sachen ins Schloss gehen. Einerseits eben der Tainas Loh als echt große Auftragsveranstaltung von der neuen Kampagne Be Balanced, die erst im Mai von Marc Spautz, dem Minister von der Familie, präsentiert gehen, der Presse präsentiert gehen. Das ist sowieso die echt, wo wir eine brennend frohe Ebene wollen verdeben, nämlich die. Die haben da nur ein Zoll, so, ne? Wenn ich also zu viel mit der Sucht, an wenn ich also eine Sucht oder wenn ich also keine Sucht, das ist die eng. Die zweite ist die, das Ganze, was wir nur am Oktober machen, am Kader eben von unseren Aktivitäten, also am Kader von dem europäischen Mond von der Cybersicherheit, das ist ein Projekt, das lanciert ging das letzte Jahr von der ENISA. ENISA ist ein Zusammenschluss von eben ganz vielen Strukturen, die sich im Internet-Sicherheitsbereich an Europa engagieren, pardon, weltweit, ne? Ich gucke nicht, ob Daniel doch nicht das weltweit. Und wie gesagt, das ist dann eben noch eine Kontribution dazu, das ist die eine. Und dann ist die andere eben die, dass wir auch nur nachher sehr viel froh sind. Das heißt, wenn wir bis hier fertig sind, geben wir nachher auch da bei den Patchen respektive, bei dem flotten Material, was wir da leihen haben. Ich gehe aber natürlich gerne direkt das Wort weiter Heilo und Jolland und hat moderiert dann, wie gesagt, durch den Abend. Merci. Merci, Eric. Also ich gebe auch da gerne die ganz interessanten Rund-Experten gerne vorstellen. Fängt man direkt mal mit Julian. Hier neben mir rund, das ist der Julian Wirtmann. Er hat 19 Jahre in einem jungen Deutschen, den hier an der Europaschule gegangen ist, und den eben viel zu viel Computer konsumiert hat und auch dadurch ein Problem hat. Und hier wird er dann von seiner Erfahrung schwätzen. Dann haben wir hier auf meiner Rätsel, fängt man rund mit René Schlechter hin, aus den aktuellen, neuen, nach immer neuen Ombudsmann für Trächter vom Kant, also vom URK. Und hin aus am Fung auch, kann ich so ein, der Papp vom Kanara Jurentelefon, also hat auch da ganz viel Erfahrung, auch mit Junker, die eben Probleme hatten, sie hat das nur dieser Natur. Kann ich noch gucken, wie lange schon das Problem besteht. Dann haben wir, ob wir direkt Ritzer seid, haben wir Peter Kagerer hin als den Diplompsycholog und hin als auch Direktor bei der RSBL Anonym Glücksspieler und eben auch haben wir hier für die Beratungsstelle ausgespielt. Da kann ihn sich beraten lassen, wenn ihn effektiv Probleme hat, sie wird lo Online-Spieler oder einer sucht, da kann ihn dann dahin gehen. Dann haben wir den Boris Lombardi, hin als ein Game Operation Specialist bei Nexon. Schon für drüben Boris gefragt, wie kann ich dich dann an zwei wieder vorstellen? Das geht gut nicht. Und du kann ihn aber, den Erik hat da eine gute Solution von denen gesagt, man hier kümmert sich um Spieler für Spieler. Also das so. Ja. Gut. Und dann zu guter Letzt haben wir noch den Claude Nussbaum, hin als Edukateur gradué beim Jugendhaus Dickrich. Und hin als einer, denen echt Besten am FIFA-Online-Spiel. Also auch in der ganz gerne spielt, der ja dann auch kann von seinen Erfahrungen schwätzen. Und okay, wir geben auch direkt gerne losfahren. Wir gehen direkt hier in den Spezialisten, den Peter Kagerer. Ich gebe dann gerne einfach mal wissen, ich meine, es ist alle gut interessiert. Wie wirkt sich dann so ein Computersucht aus? Wie sehen dann? Was geschieht da? Jetzt muss ich erstmal guten Abend sagen, weil ich ja höflich bin und dann gleich widersprechen. Ich habe immer meine Schwierigkeit mit diesem Begriff der Computersucht. Das ist so schön eingängig und alle Welt spricht von Computersucht oder Internetsucht. Es ist vielleicht auch ein bisschen akademisch, aber mir geht der Suchtbegriff dabei zu weit. Also es gibt viele Leute, die Probleme haben mit diesen Computerspielen, mit Chatten, mit Gamen. Aber das als Sucht zu bezeichnen, wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, weil das hat einfach nochmal ganz weite Auswirkungen auf die Konsequenzen, die das hat und auf die Behandlung, die es hat, auch wenn es ähnliche Dinge gibt. So. Zeigen tut sich das Problem dann vor allen Dingen, wenn Menschen ihre Interessen verlieren, wenn außer dem Spielen nichts mehr wirklich interessant ist. Und vor allen Dingen dann, wenn wichtige Lebensbereiche wie soziale Beziehungen vernachlässigt werden, wenn sportliche Aktivitäten vernachlässigt werden oder ganz aufgehört werden, wenn, ich habe letztens mit jemandem zu tun gehabt, der lange Zeit Musik gemacht hat in der Band und irgendwann dann einfach gar nicht mehr hingegangen ist. Die anderen Jungs, die da mitgemacht haben, die wissen immer noch nicht, warum er nicht gekommen ist, der war dann einfach weg.
Woran man es dann bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen merkt, das ist, oder eines der ersten Anzeichen, das sind die vermehrten Streitigkeiten zu Hause. Wenn Eltern sagen, du spielst zu viel, und die Jugendlichen sagen, nee, das stimmt aber gar nicht, ich spiele ja gar nicht so viel, und die anderen spielen doch noch viel mehr. Und dann kommt die wichtige Frage auf, wie viel darf denn, wie viel geht denn? Und dann muss ich immer sagen, da gibt es keine klare Antwort drauf. Also wenn jemand 70 Stunden in der Woche spielt, ist das sicherlich zu viel. Das ist gar keine Frage. Aber das sind die Bereiche, in denen diskutieren wir es eh nicht mehr. Aber dann werden Zahlen gehandelt von 25 Stunden, von 30 Stunden, von 40 Stunden, von 35 Stunden. Das kann phasenweise durchaus mal sein, dass das so viel ist. Das kann auch sein, dass es sogar mehr ist, wenn mal große Ferien sind. Aber letztendlich, damit komme ich dann zum Ende der Veranstaltung, zu viel ist dann, wenn die negativen Folgen auftreten. Wenn jemand sitzen bleibt, wenn jemand das Studium nicht mehr schafft, wenn jemand die Ausbildung schmeißt, keine Freunde mehr wirklich besucht, keine Interessen mehr hat außer dem Spielen, dann ist es zu viel. Julian, wie war das denn bei dir? Hast du auch 70 Stunden gespielt oder noch mehr? Ja, also erstmal guten Abend auch. Als ich halt so viel gespielt habe, waren es, ich würde schon sagen, mehr als 70 Stunden die Woche. Es war schon ziemlich extrem und ja, war schon mehr. Wie hat das dann bei dir angefangen? Wo wurde es kritisch? Also ich habe schon immer gern gespielt, das hat in der Schule angefangen und das ist halt so eine Leidenschaft, eine Interessenssache. Und kritisch wurde es erst richtig, als ich halt damals mit meinem Abi dann fertig war und von der Schule halt erstmal studieren gegangen bin nach Basel und dann habe ich da halt wirklich nicht die Uni besucht und habe halt wirklich nur die ganze Zeit gespielt. Wie viele Stunden war es dann am Tag, also einen ganzen Tag durch nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, nicht zur Toilette gegangen, sage ich jetzt mal. Naja, Essen und Trinken ist mir schon wichtig, es war nicht so vernachlässigt. Bin ich eher ein Gourmet und naja, es war wirklich schon, also wenn ich so rechnen müsste, 80 Stunden oder so würde hinkommen. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück, wie dir dann geholfen wurde. Ich gehe jetzt mal rüber zum Boris, wenn du das Mikro bitte rübergibst. Boris, so Spieler, süchtiger, das müsste aber etwas sein. Ja, Altnarin, du hast richtig Goss gemacht. Wie ist das bei Nexon oder hauptsächlich an der Spielerindustrie? Seht ihr darüber verpirscht, als das Ziel von einem Spiel, für das ich soll süchtig gehen davon? Also, für dich mal moin. Das ist nicht Ziel, das ist absolut gutes Ziel. Und wir sind auch echt negativ davon betraf, wie wir positiv davon betraf sind. Ich kann das ganz einfach erklären. Am Endeffekt ist ein Computerspiel wie alle anderen Produkte ein Produkt. Der wird am Vorfeld entwickelt, der wird getestet, der hat eine gewisse Länge, wie ein Film. Wie mehr Zeit du darüber verbringst, auch ich dann von dem Spiel mehr sehr, wie mehr es erwarten. Das heißt, die bleibt dann am Endeffekt nicht bei der Sache. Und wir als Entwickler, zumal im Bereich von Online-Spielern, sind natürlich davor sehr, mehr sehr neue Kontenu zu produzieren, wie wir können. Wie das überhaupt möglich ist. Der große Vorteil von den Leuten, die viel spielen, ist, dass es auch die Leute sind, die sich am meisten Mal abbringen, an die Einsamfung, die wichtigste Feedback über die Spieler gehen. Wo ist es zu schwer, wo ist es zu leid, wo bleiben sie hängen und so weiter. Mir am großen Ganzen, als ein, der viel spielt, progressiert am Bereich Pay-to-Play, für das mal ein kurz zu erklären, dass die Spieler, für die ich bezahle, für das ich sie spielen kann. Das kann ein Playstation-Spiel sein oder eben so Spieler wie World of Warcraft, wo ich pro Monat einen gewissen Monat bezahlen. Da ist es schlecht, wenn ihr wirklich ganz, ganz viel spielt, weil den Entwickler dann in den Handlungsdruck kommt und zu sehr kontinu muss noch produzieren, weil zu viele Leute zu sehr um einen sind. Ich will heute direkt mal angreifen, wenn ein Spiel ja gratis ist, dann sind ich ja direkt drauf für das Spielen und dann sind ich dran und dann möchte ich mal Spaß und dann will ich immer weiterfahren. Bah, da muss ich sagen, das ist genau das, was ich mache. Spieler, die gratis sind, und die sind halt eben so abgebaut, dass die sich sein Progrès am Spiel nicht nur mehr kann auch spielen, sondern auch kaufen. Das heißt, wenn die Leute
aufhängen, das Spiel zu spielen, und sie spielen nicht wirklich extrem, extrem lang und intensiv, dann können wir mit diesen Leuten nicht wirklich so verdienen. Und die Videospielbranche, wie alle anderen Branchen auf dieser Welt, geht primär immer um ein Verdienst. Und in dem Fall, wo eine Person 2 Stunden da spielt oder 1 Stunde da spielt, und da gesagt, okay, all meine Kollegen, die mehr spielen, sind mir weit wie ich, dann ist die natürlich geneigt zu sagen, ich bezahle 5 Euro für ein gewisses Spielobjekt, dem mir hilft, ein Niveau zu packen, den ich noch nicht gespielt habe. Oder irgendetwas an der Art und Weise, dass er sich am Anfang der Progress am Spiel auch kauft. Also der Tisch, den Druck entsteht am Anfang hauptsächlich dadurch, wenn ich dafür muss ein Abonnement bezahlen, weil ich abonniere das, dann muss ich spielen, für auch weiterzukommen. Und hier wäre dann in dem Sinn, ich muss nicht so lange drauf sein, für weiterzukommen. Ich kann mir etwas kaufen und das eben, das wird den Druck dann wäschelt von dem Spiel. Genau, ich meine, wenn ich 9 Euro im Monat bezahle für ein Spiel, überhaupt dürfen zu spielen, da will ich die Zeit auch so viel wie möglich ausnutzen. Aber wenn ich nicht dafür bezahle, da kann ich doch mal eine Woche leiden lassen. Mhm. Und das, ja. Claude, du bist dann auch in der gerne spielt, FIFA Online Spiel, muss ich da bezahlen? Ja, auch mal für dich guten Abend. Ja, ich kaufe natürlich das Spiel, den FIFA. Mhm. Ich bin auf PlayStation 3. Ja, das kostet halt 50 Euro und dann da wäre das für ein Jahr. Wie ist es dann, Martin? Spielst du ja selber? Seist du dich auch gefährdet, für irgendwann ein paar Probleme zu kriegen? Oder findest du, dass du das alles am Griff hast? Boah, also ich meine, als Edukateur hey, vom Jugendhaus, ich sehe auch viel Junker spielen. Also ich sage mal ganz klar, ich bin nicht gefährdet, einfach aus dem Grund, weil man nicht wichtig ist. Also ich meine, schon eine Familie daheim, schon Kollegen, schon Sozialkontakte. Für mich ist FIFA einfach eine Relaxation, nicht der Arbeit, nicht dem Stress. Wenn ich aufs Heim komme, spiele ich meine Runde. Und wenn die Essen fertig ist, gehen ich essen. Wenn die Klänge weg ist, spiele ich mit dem Klängen. Also das ist nicht, dass bei mir alles leid bleibt. Das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist einfach ein Hobby, wie andere Leute laufen gehen. Spiele ich dann einfach gerne mein Party Playstation. Ich gehe auch raus, mein Tierchen tröppeln. Also es soll immer ganz klar, es ist wahrscheinlich nicht den typischen, der lo gefährt ist. Stifterloden, Herr Karger, seht ihr besonders das? Das wäre ein. Ja. Nee, also ich denke mal selber nicht, dass ich gefährdet bin. Dann war es also Lohen nicht bangen, die Jugend, die dickere Jugendhaus. Wir kommen noch nachher nur auf die Aktivitäten am Jugendhaus an. Ich schiebe dann nur eine Woche nach gern dem Mikro weitergehen und den René Schlechter. Ja. Pathologischen Computerkonsum, also am Anfang der richtig wird, wenn ich nicht will, wo Computer sucht, schwätzen, ist das auch ein Thema für den ORK? Nein, eigentlich nicht. Also seit ich im ORK bin, hatte ich beim Thema, an dem Sinn beim Thema Internet nicht zu dienen. Das ist auch gut so. Die Leute wären auch blöd, wenn sie bei uns rufen. Sie können bei der B-Secure-Helpline rufen, sie können sich in den Herr Kagerer wenden. Ja. Also bei uns ist das wirklich an dem Sinn nur. Auf dem Niveau kein Thema. Wir haben Heinz dort damals zu denen das Leid reklamieren, dass Spieler verkauft gehen an die Geschäfte, die eigentlich nicht dürfen verkauft gehen, an den Zugang zu bestimmten Sachen oder Premium-SMS, da kriegen wir schon Dinge mehr. Hei, zu dem Thema hei, hatte ich an den ganzen Moment, wo ich ein bisschen da bin, kein. Der hat ja auch damals Leben, nur 4 um ORK. Du denkst, du wärst das Thema aber schon. Ja, nee, klar. Also, du auf der B-Secure Helpline hat man relativ viel da mal zu tun. Ich bin noch daheim da mal zu tun. Ja, also im Sinne von Grenze setzen. Ja, nee, du hast das auf alle Fall Thema gewesen. Peter Kagerer, wen hast du denn besonders gefährdet für eben pathologischen Computerkonsum zu machen? Also am gefährdetsten scheinen momentan Leute zu sein, die gerade in der Pubertät sind, also in der Phase, wo sie ihrer selber nicht sicher sind, wo viel umgestellt wird, wo sich viel umstrukturiert, wo die Identität noch nicht sehr klar ist. Dazu muss dann kommen, also Pubertät alleine ist noch keine Krankheit, auch wenn viele Eltern das gern sagen, aber dazu kommt dann sehr häufig, dass irgendein sehr erschreckendes Ereignis passiert, was weiß ich, der beste Freund zieht um, die Eltern lassen sich scheiden, die Freundin macht Schluss.
Und dazu muss dann noch kommen, dass die höchste Wahrscheinlichkeit hätte dann ein junger Mann, der eher sehr intelligent, aber schüchtern ist. Also wenn das alles zusammenkommt, ist die Gefahr sehr hoch. Wenn weniger Faktoren zusammenkommen, ist die Gefahr etwas weniger hoch. Wie gesagt, alleine Pubertät reicht nicht aus, alleine schüchtern sein reicht auch nicht aus. Also es gibt ganz häufig so einen Punkt, wo man sagt, da ist was passiert, dass jemand gesagt hat, und ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und lasse die böse Welt nicht mehr an mich ran. Beim Mädchen ist es eher so, dass die höchste Gefährdung auch in dieser Altersstufe liegt, 14, 16, 17 Jahre alt, dann im Bereich eher von Chatrooms und sozialen Netzwerken sich zu verlieren in letztendlich auch etwas, was bei den Spielen ganz ähnlich ist, nämlich darin eine andere Rolle zu spielen, eine Gestalt zu erschaffen, die ich in der Öffentlichkeit zeige, die nur meine guten Seiten zeigt, wo ich meine kleinen Schönheitsflecken verbergen kann und dann so in so einem Idealbild sozusagen durchs Netz schwebe. Es ist dann eher so, dass die Mädchen mehr in den sozialen Netzwerken da übermäßig tätig werden und die Jungs eher am Computerspielen hängen bleiben. Wir haben jetzt gehört, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Was war denn bei dir das Problem, dass du dich einfach in diese Computerwelt geflüchtet hast? Naja, hauptsächlich war es halt, also ich habe mich halt in der Computerwelt ziemlich wohl gefühlt. Es war halt, ich war halt auch besonders gut da drin. Und hauptsächlich Problem war, es hat halt, wie gesagt, damals nach meinem Abitur angefangen und sind halt alle Freunde weggezogen damals und ich hatte halt nicht mehr so direkte Kontaktpersonen. Daher bin ich auch weggezogen und wie gesagt, ich hatte da wirklich Hemmungen oder so, also im Prinzip Hemmungen, halt an andere Leute ranzugehen. Wie alt warst du da? Da war ich 17. Ich habe mit 17 Abi gemacht und halt auch da halt an die Uni zu gehen. War halt nicht einfach für mich. Und in welche Spiele hast du dich geflüchtet? Was haben diese Spiele dir gegeben? Also das Spielen an sich ist, es macht auch Spaß. Es ist auch schon eine Form der Entspannung, wie gerade eben schon gesagt wurde. Und also ich bin mehr so also der Planer, der Stratege. Also ich mache sowas halt gerne. Und ja, das ist eigentlich so das. Also das Schaffen dann auch irgendwo die Genugtuung und die Belohnung auch irgendwo. Ja, sicherlich auch, ja. Boris, wir Neurologen hören, dass es ja definitiv noch nicht die Spieler und sich sind, die den übermäßigen Konsum provozieren. Wir haben das drunterem, Herr Kargradieren, erbricht mich von der Stuhl, etwas Falsches ging so. Das ist ja aber dann trotzdem auch beruhigend, dass ich nicht nur den Fanger gewiesen kriege, du warst der Besen, den Heilo Minkaner süchtig mischt. Was mischt dann ein gutes Spiel aus? Also, was ein gutes Spiel ausmischt, ist für alle mal viel soziale Interaktionen. Es muss wirklich richtig interaktiv sein, weil bei einem Spiel, vis-à-vis vom Fernsehen oder einem Buch, das ist immer passiv. Du hast meine Geschichte immer viel definiert. Aber bei einem Spiel, das ist integral aktiv, ich gebe hier Probleme gesagt, ich kann Entschädigungen treffen. Lesen ich die Probleme, ob die gut Erde weiß, lesen ich sie, ob die Base Erde weiß, lesen ich sie allein oder lesen ich sie am Team. Und das ist halt eben das, was ein gutes Spiel ausmischt. Ein Spiel muss interessant bleiben, muss lang genug sein, darf nicht zu schwer sein und muss alle guten Faktoren aufweisen. Das heißt, was uns aufgefallen ist an der Branche, als was in einem Spieler mehr Möglichkeiten gibt, sich selber zu entfalten oder an eine andere Rolle ranzukommen. Zu sprangen. Und mehr Interaktionsmöglichkeiten mit Computercharakteren und mit Spielercharakteren hat, was der Milan am Anfang dabei bleibt. Wie ist es dann lo am Jugendhaus, Claude Nussbaum? Gibt du auch gespielt oder hast du Internet oder Computer tabu? Nee, also tabu ist nicht. Ich meine, das ist ein Thema, was an der Gesellschaft omnipräsent ist. Ich meine, wir haben am Jugendhaus für die Jungen insgesamt 3 Computer zur Verfügung gestellt, die in alle guten und Internet angeschlossen sind. Ich meine, den Access und die Information ist natürlich ganz wichtig, auch für die Jugendhäuser. Und ich meine, Computer kann ich beruhigt so, sind am Jugendhaus da, für Informationen zu recherchieren. Das heißt, Computer gehen am Jugendhaus benutzt, für Demanden zu schreiben, für Arbeitsplätze zu sichern, für Curriculum zu schreiben. Dafür sind Computer. Natürlich haben wir auch eine Playstation, die all das benutzt wird.
Du hast aber so, dass ein Jung Madene spielen. Das heißt, dass du nicht einen, den sich dort Mann hat, krallt, an sich an den Neck verfracht und dann von Mittes 12, wieso auf sehr dauer du spielst und dann heimgeht und sagt, schau, ich hatte schon da am Jugendhaus schon die ganze Nacht Playstation gespielt. Nee, das ist schon so, dass sie sich da aufwisseln, dass sie Madene spielen, dass sie eventuell Tournoi machen. Ich meine, ein bisschen zu gewinnen, ist nie falsch. Sie amüsieren sich halt, um dann, wenn ich logisch so ein. Sie dürfen nicht, da dürfen sie doch einen anderen Platz machen. Und ich denke, wichtig ist es einfach zu sagen, an einem Jugendhaus, alle Jugendhaus wird sich nicht regeln. Bei uns zu dick ist es so, dass wir sagen, wir holen Proposen von ihnen nun, werden sie auf Spieler wollen holen. Und aber leid bei uns nach die Finaldecision, werden sie spielen. Also bei uns spielen sie zum Beispiel kein Call of Duty, wo in den anderen aufschießt. Das leid einfach an der Philosophie von unserem Haus. Sie spielen auch kein. Kein Ego-Shooter, so geschieht, da sind wir einfach vom Personal aus, von mir uns zusammen gesagt, mir gesagt, das ist Philosophie, die wir vertreten. Nein, das ist nicht Philosophie, also spielen wir Spieler, die wir auch können akzeptieren. Aber das schwätzt mir natürlich an der Krumm, wenn ich so FIFA, das ist ein Spiel, wo sie Fußball spielen. Sie spielen Basket, sie spielen Autoskursen, sie spielen noch die Quizzen. Es soll mal einfach mir und Donnerstag, dass wir elektrofreien Dach, wo sie uns kein Computer dafür benutzen. Wir wollen aber da so, wir wollen ein Quiz spielen, was dann eben noch Playstation ist. Da kann ich dann nicht zudrücken, weil ihr einfach seht, okay, sie probieren sich dann eben zu wissen, ob eine andere Art und Weise uns zu ebnen. Aber das ist natürlich auch fragwürdig, ob ihr das soll akzeptieren oder nicht. Wir haben gesagt, okay, das ist für uns ein Kompromiss, den wir können angehen. Sie machen etwas Sinnvolles. Außerdem ist es bei uns auch verboten, dass sie hier ihre Spieler mitbringen, weil ihnen einfach so das Kontroll verliert, werden sie spielen. Genauso mit den DVDs, die sie gucken. Ich meine, du hast einfach und alle Jugendhaus zu decidieren, was akzeptabel ist und was nicht. Aber bei uns gehen nicht das regeln, und ein anderes Jugendhaus gehen dann regeln. Einfach nur als Vorwitz, ein elektrofreien Tag, dann war nicht FIFA online gespielt, hat richtig Fußball gespielt. Also am Haus nicht. An rund um 1000 ist es schwer, aber was wir einfach gemerkt haben am Anfang, war eine Meuterei, die ganz groß war, aber so groß wie es auch war, so kurz war es auch. Das Problem ist einfach, wenn ich den Jungen etwas verbiete, dann muss ich eine Alternative bieten. Wenn ich keine Alternative biete, ist es natürlich logisch, dass die Jungen immer weiter meutern, maulen oder dass sie einfach nicht mehr kommen. Wir sind auf dem Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, komm mal sich ein bisschen im Internet, was gibt es Alternativen? Gibt es eine Alternative, vielleicht ist ein Brettspiel, was ich kann organisieren. Du sind wir relativ sicher, ob die Sachen kommen, wie holländische Bier, wie Bier selber, einfach ein Turnier zu organisieren, Dartscheife, eine neue Dartscheife. Einfach, dass ich einfach Alternative bit, aber die mehr Alternative bit, werden die Jungen natürlich auch mehr probieren. Mhm. Und ich gehe so nur zwei Wochen, wer die Meuterei vergisst, es wäre einfach, okay, dass ein Männerleute kommen, als für uns normal. Ich meine, wir haben einen Schnitt von 30 bis 50 Jungen den Tag, die herankommen. Ja, okay, da sind da vielleicht 10 Männer, mehr die dann aber herankommen, die kommen ran und die können sich auch mit den Sachen auseinandersetzen, die den Tag eben nur Gebäude gehen. Wenn das Mensch ärgert dich nicht, als das Mensch ärgert dich nicht, wenn das ist. Ich meine, den Nöbstag haben sie auch am Anfang nicht geholt und haben nur wenn aber, okay. Du hast nur ganz gut Stichwort gegen das Verbot. Wie war es bei dir, Julian? Haben deine Eltern dir zu irgendeinem Moment gesagt, Julian, jetzt reicht's, jetzt wird alles abgeschaltet, gar nichts mehr? Bei mir war es mal zwischendurch, dass ich eine Internetbegrenzung hatte, aber keine Sperre. Und das hat sich dann halt praktisch gelöst, als ich zu Hause ausgezogen bin. Also es war nicht die Lösung, der Verbot war nicht die Lösung. Nee, es war nicht wirklich die Lösung. Und der René hat für drin auch so schön gesagt, bei mir daheim kenne ich das Problem auch. Der sieht ja Louis, oder du bist ja Louis vom Fach, du weißt ja am Anfang mit den Problemen da umzugehen, ist schon vielen anderen Leuten geholfen, andere Kanner geholfen. Wie gehst du dann die Probleme daheim um? Was ist da bei dir träge? Ja. Also vielleicht ist es noch viel rauszuschicken. Was ich aber auch wichtig fand, dass wir bei den Spielern, da sind auch relativ viel Satisfaktion kriegt, relativ viel belohnt. Also ich kann das aus eigener Erfahrung so, ich bin Heinz Gran Turismo gespielt, dann habe ich auch gesagt, hey komm, lass mich eine Stunde. Ja, nur wo ich 3 Stunden am Gang, weil für dich tun ich ein Escort gewonnen, dann nur ein Aston Martin und so, also und dann hangelt ihn sich von einem Auto, den er in der Garage gestaltet kriegt, zum anderen, und dann lassen wir nur effektiv, anstatt ein Stündchen, 3 Stunden oder das auch nur mit der Nacht gehen. Also nehmen wir für die Saison, ich
finde auch schon Verständnis von da hier, wie es eigentlich geht, dass ihn auch Zeit verleiert, also dass ihn Zeit Dinge verleiert. Wie wir es daheim probiert haben, an den Griff zu kriegen, ist einfach, dass mein Sohn während der Schulzeit, also an der Woche, kein Computerspieler, das ist durch das Weekend, an mittlerweile so an den Vakanzen, hat unser Fissi das auch eigentlich relativ gut am Griff. Also, dass er schon da auch wohl mehr intensiv spielt, aber das nicht, dass er, wenn er Mois gespielt hat, mit es weiterspielt oder so. Also, obwohl, das bei College kann ich nur noch immer spielen, anstatt ja, Englisch. Den Hein, das viel daheim. Zu viel an der Weg. An der Hinsicht nur in der Kontrolle. Peter Kagram, aber Verbot ist ja generell keine Lösung, definitiv nicht. Also bei mir wäre es kein, da gebe ich noch lieber mehr. Los, so, so, sie sind also trotzig, ja. Das unterscheidet sie dann überhaupt nicht von uns anderen. Wir sind alle trotzig und selbst wenn wir uns selber was verbieten, funktioniert es letztendlich nicht, weil irgendwas sich dagegen auflehnt. Was ein Verbot bringt, hat die Prohibition in den Vereinigten Staaten mit Alkohol gezeigt. Es haben mehr Menschen getrunken als je zuvor. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube, dass was klappt, ist von vornherein klare Grenzen setzen, Grenzen, die man Stück für Stück mit wachsendem Alter öffnet, Kinder stärken. Und was ich ganz wichtig finde, dass Eltern wissen, was ihre Kinder mit diesen neuen Medien machen. Das ist natürlich, ich sag mal, meine Altersklasse ist jetzt nicht damit aufgewachsen. Wir müssen von unseren Kindern manchmal lernen, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, dass jeder von uns mit einem Blick auf den Bildschirm sieht, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung. Also wenn mein 12-Jähriger sich irgendwelche pornografischen Dinge anguckt, dann weiß ich auch als Vater, der nicht mit Computer aufgewachsen ist, finde ich für die Altersklasse nicht passend. Mhm. Und also dieses es fordert von Eltern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Mhm. Aber da kommen wir nicht drum herum, da sind wir einfach verantwortlich. Wie war es jetzt bei dir, Julian, wo du gesagt hast oder jemand anders gesagt hat, jetzt ist Schluss und was ist dann passiert? Das fand ich auf jeden Fall nicht so super. Also das mit der Internetsperre war halt damals, also nicht Sperre, war halt die Begrenzung. Ich glaube, das waren 3 Stunden oder 2 Stunden am Tag, was eigentlich immer noch schon einiges ist. Ich habe fast die Frage vergessen. Ja, wie kam es bei dir dazu, dass du aufgehört hast oder dass du dir Hilfe geholt hast davon oder einen geregelten Konsum? Okay, also das war halt, nachdem ich 2 Jahre lang nach dem Abi immer noch nichts Richtiges gemacht habe und auch nicht, auch nicht weitergekommen bin, sind meine Eltern dann halt mal eingesprungen und haben sozusagen da eine Grenze gesetzt und haben mich auch zu Herr Kagra geschickt daraufhin. Und ich habe das auch zum Teil selber eingesehen, dass das nicht so weitergehen kann. Ich meine, ich habe immerhin den ganzen Tag gespielt und nichts anderes gemacht und ja. Das war es dann so ungefähr. Ich denke, mit dem Alter das hat es auch ein bisschen das Verständnis zugenommen. Und auch, ich hatte halt dann mal meine Zeit, wo ich durchgehend gespielt habe. Und das war halt eine Erfahrung. Wie sieht denn eine Therapie aus? Also der Julian, wie viel spielst du jetzt? Also jetzt wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Zum Beispiel heute Abend ist nicht mehr, weil ich muss ja morgen wieder zur Uni. Aber ich denke so 1-2 Stunden am Tag, wenn es so hochkommt. Fällt dir das schwer, da loszulassen, aufzuhören? Nee, mittlerweile ist das eigentlich ganz okay. Also ich habe jetzt schon eine längere Zeit so halt relativ im Rahmen gespielt und von daher. Wie lange warst du jetzt, also ich sag mal, in Behandlung? Wir haben jetzt Oktober, dann seit Mai ungefähr oder so. Ja. Cool, das ging ja dann trotzdem schnell jetzt, oder? Ist der einfach gut auf die Therapie? Angeschlagen oder ja, wie sieht deine Therapie aus? Sagen. Was passiert da? Das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt im Fall von Julian kann ich sagen, da war jemand, der wollte auch schon zuhören und da gab es auch eine Einsicht und da gab es Folgen, die waren einfach spürbar. Und wenn Menschen die Folgen ihres Handelns spüren, dann sind sie auch bereit, was zu verändern. Und was wir anbieten, ist dann einfach die Begleitung, dieses auch schauen, wofür ist es gut, weil es niemand von uns macht irgendwas, was nicht auf irgendeine Weise einen Sinn macht. Wofür war es vielleicht ein Ersatz? Das Verstecken war sicherlich ein wichtiges Thema. Und diese Einsicht ist der erste und wichtige Schritt. Diese Einsicht darin, dass etwas nicht stimmt, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir probieren dann zunächst mal zumindest eine gewisse spielfreie Zeit zu erreichen, damit so der Kopf sich wieder in die reale Welt einordnen kann.
dass die anderen Sinne auch mal wieder richtig zum Tragen kommen, dass Entscheidungen getroffen werden können, wie es weitergeht. Und dann ist im Normalfall so dieser Versuchsballon zu starten, wie geht es mit dem Spielen, weil wir sind in diesem Sinne keine Hardliner, also wir wollen es nicht verbieten, wir wollen nicht von vornherein so ein Abstinenzgebot geben, vom Computer, vom Internet sowieso nicht, weil das heutzutage letztendlich zum Leben dazugehört, das ist ein ganz öffentliches Medium. Aber es geht darum zu schauen, ich möchte spielen, ich möchte begrenzt spielen und wir gucken, geht das? Und wenn das geht, wunderbar. Also wir sprechen da gern von einem Ampelsystem, dass wir sagen, es gibt so Dinge, die sollte man unterlassen. Also zum Beispiel 5 Stunden am Stück spielen, würde ich jetzt sehr kritisch sehen. Oder Phasen, wo jeden Tag ganz viel oder morgens und abends gespielt wird. Also wenn so diese eigenen Vorhaben wieder über den Haufen geworfen werden, das wäre der rote Bereich. Es gibt aber sicherlich Bereiche, da kann man wie jetzt das begrenzte Spielen, das sagen wir mal so im Gelben, mit einer gewissen Achtsamkeit, vielleicht auch mit Sicherungsgeschichten, dass jemand anders mit drauf guckt oder dass man sich ein eigenes Protokoll macht, dass man sich Rechenschaft ablegt, wie lange ist es am Tag, das dann weiterführen. Der grüne Bereich sind sicherlich die alltäglichen Handlungen wie, was weiß ich, Kontakt mit irgendwelchen Leuten über E-Mail aufnehmen, Recherche im Internet, wenn ich studiere, Online-Banking. Das sind eher die ungefährlichen Dinge. Spielt das eigentlich eine Rolle, ob man zu zweit spielt, also nebeneinander spielt oder alleine mit dem Computer ist, auch wenn da draußen denn welche mitspielen? Ich gebe Ihnen eine ganz typisch psychologische Antwort, vielleicht. Also es spielt in den meisten Fällen eine Rolle, weil in dem Moment, wo sich Menschen treffen und sich zusammen an Computer setzen, findet sozial was anderes statt, als wenn jeder in seinem stillen Kämmerchen hockt. Es gibt aber auch Leute, die so in der virtuellen Welt sind, dass sie auch nebeneinander keinen Kontakt mehr miteinander haben. Also es ging mal diese rasante Geschichte durch die Presse und ein Kollege von mir hatte mit diesem Paar zu tun. Das war ein Ehepaar, die hatten dann auch Online-Sex miteinander. Aber nur noch online. Also die haben sich nicht mehr angefasst, die haben auch miteinander gechattet und nicht miteinander gesprochen. Und in dem Fall macht es dann keinen Unterschied mehr, ob ich im gleichen Raum bin oder 3 Straßen weiter weg. Also abschließend zu dieser Frage könnte man sagen, dass eigentlich der pathologische Computerkonsum eine Begleiterscheinung ist von anderen Problemen, die man lösen muss zuerst. Ja, oder? Das ist es bei solchen Verhaltensexzessen immer. Mhm. Das ist bei der Sucht allerdings auch so. Ja, genau. Es ist ja auch so, dass Sie haben jetzt von 5 Stunden am Tag, das ist zu viel. Also ich weiß aber auch, dass wenn ein neues Spiel zu Weihnachten geschenkt wird, dann spielt man schon mehr als 5 Stunden. Das ist aber dann kein Problem, oder? Wird das dann auch? Das muss kein Problem werden, nur wenn ich dauerhaft diese 5 Stunden, also wenn ich das Spiel zu Weihnachten bekomme und Ostern immer noch 5 Stunden am Tag dran hänge, dann muss ich mich A fragen, komme ich bei dem Spiel nicht durch und B muss ich wirklich gucken, dann hängt jemand so sehr an diesem Spiel, dass andere Dinge sicherlich schon vernachlässigt werden. Mhm. Also ich kann mir, ohne jetzt diese Zahl so absolut in den Raum stellen zu wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, über einen langen Zeitraum 5 Stunden täglich zu spielen, ohne dass ein anderer Lebensbereich darunter leidet. Mhm. Also allgemein kann man sagen, weniger ist besser. Immer. Gut. Wenn ich da jetzt Ja zu sagen, mache ich mir zu viele Feinde. Ein bisschen weniger ist besser, sagen wir mal so. Julian, bei dir war es jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, du warst ja eigentlich sehr sofort bereit, dir helfen zu lassen. Was tun dann jetzt Eltern mit einem 14-Jährigen, der einfach nicht will, der einfach sagt, nee, ich gehe da nicht mit hin? Da haben wir dann schon ein Problem, was ich sehr zum Leidwesen dieser Eltern schnell thematisieren muss. Wieso schaffen Sie es bei einem 14-Jährigen nicht, dass der mitkommt, wenn Sie sagen, das steht jetzt an? Das gibt ja schon einen sehr klaren Hinweis darauf, dass so in dieser, ich sag mal, in diesem Generationengefüge etwas nicht stimmt. Und meistens zeigt sich dann auch, dass ich die Eltern frage, und wenn sie sagen, jetzt ist Schluss mit Spielen und er macht es nicht, was passiert dann? Ja, das wissen wir auch nicht. Also da sind Eltern ganz häufig sehr hilflos, was sie jetzt tun können, wie sie sich durchsetzen können, oft weil sie dann auch mit massiver Aggression oder auch depressiven Einbrüchen bei Jugendlichen konfrontiert werden.
Aber letztendlich geht es darum zu sagen, ja, sie müssen die Verantwortung übernehmen und es muss was passieren, weil wenn sie es nicht tun, tut es niemand. Und beim 14-Jährigen zu warten, bis er 18 ist und zu sagen, jetzt bist du selber verantwortlich, bis dahin sind viele Kinder im Brunnen. Also ich muss nur so, und all die Frauen, die ich habe, die sind an dem Sinn beantwortet gehen. Wir sind aber noch nicht zum Schluss gekommen, weil lo kann ich mir vorstellen, dass der ja auch selber Frauen hat. Und ich wäre auch froh, wenn der lo geht zu Wort melden mit der Frauen, weil hier haben die Experten, jeder in seinem Bereich um dich sitzen. Und ich meine, das ist eine ehemalige Gelegenheit, also zeigt nicht erstellt, wenn ich glaube, der Frauen. Nee? Ich bin speziell nicht spät. Okay. Inwiefern Leute wie Herr Kaden und Herr Kagerer mit der Spielindustrie zusammen schafft, wenn zum Beispiel eine Spielindustrie dann explodiert, wenn Express-Spieler produziert werden, die das Spielweise aufhängig machen, an der Spieler, der gilt. Du wirst eben sinnlos, endlos belohnt, sodass er quasi auf seinem Spiel hängen bleibt. Und du bist davor, so will ich das implementieren an jeder Länge vor. Ich will darüber. Also, es gibt natürlich Societäten als Spieler, die genau das machen. Zumals an dem Bereich Browser-Gaming, Handy-Gaming, wo ihn immer darauf hingewiesen wird, rumzukommen, und immer kriegen irgendeine Kleinigkeit. Ich denke nicht, dass eine Firma hingeht und das an irgendeiner Form reglementiert. Wir haben zum Beispiel aber einen Fall, wo verschiedene Marketingstrategien von Spielfirmen in Deutschland in der Bonne gehen. Wie zum Beispiel, als es uns nicht mehr erlaubt, über soziale Medien in Deutschland wie Facebook, Twitter oder so, ob Deutsch, engem Deutschen, Mattbürger, in der 18 Jahre zu sagen, komm bei uns auf die Website, kauf XY, weil du kriegst das nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine Reglementation, die es gibt. Wenn die meisten Reglementationen, die es gibt, oder die mehr auch für euch selber intern haben, beschränken sich auf das Finanzielle. Das heißt, wir haben eine Plattform, wenn ihr bei euch spielt, da könnt ihr bis einen gewissen Monat Usuren uploaden oder ausgehen pro Monat und dann ist es drüber. Aber es gibt keine Reglementation über die Spielzeit, aber wir wollen auch keinen davon aufhalten, zu spielen oder rumzukommen. Weil sonst können wir ja auch nicht existieren. Aber wir gehen hinten halt eben ein Limit, wo wir sagen, du kannst dich zwar vielleicht sozial ruinieren, an dem du mit keinem mehr Kontakt hast, außer den Leuten am Spiel, aber du kannst dich wenigstens während dem nicht finanziell ruinieren. Ja, würde ich gerne zwei Worte noch sagen. Also ich glaube, das mit dem finanziell ruinieren, das ist dann eher eine Zukunftsfrage, weil wenn ich meine Schule nicht mehr fertig mache, meine Ausbildung nicht fertig mache, dann werde ich zumindest finanziell nicht sehr weit kommen. Die Logik ist mir jetzt ein bisschen fremd. Auf der anderen Seite, also ich persönlich bin gegen eine Industriereglementierung. Unter anderem auch deshalb, weil, also wir sprechen hier von einem Problem, ich arbeite damit jeden Tag, das heißt, ich nehme dieses Problem sehr ernst. Trotzdem muss ich sagen, es sind, wenn wir es über die Gesamtbevölkerung sehen, nach guten Schätzungen 1-2% der Bevölkerung, die damit zu tun haben. Das heißt, die anderen 98% können mit diesen Spielen umgehen. Das heißt, es ist, ich würde ein Computerspiel, auch wenn es noch so gut gemacht ist, nicht als eine Massengefährdung sehen. Also da finde ich Reglementierung beim Rauchen wesentlich sinnvoller. Und ich kenne diese ganze Diskussion auch vom Bereich Alkohol. Das ist ähnliche Zahlen, sind ähnliche Zahlen der Betroffenen. Und trotzdem gibt es keine Möglichkeit, einen Alkoholausschank zu reglementieren oder zu sagen, wer einmal im Aldi eine Flasche Korn kauft, der muss das auf der Karte haben, dass er im nächsten Aldi nicht auch noch eine Flasche kriegt. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich um diese Minderzahl, diese sehr leidende Minderzahl und das Umfeld, die Angehörigen, zu kümmern. Aber ich glaube nicht, dass eine Reglementierung wirklich einen durchschlagenden Erfolg hätte. Sonst würde ich sie befürworten.
einfach jetzt noch so eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Gibt es eigentlich Ratgeber zu Spielen? Also, dass man jetzt irgendeinen Katalog hat, das sind pädagogisch wertvolle Spiele, die haben diesen Fun-Faktor, das sind weniger gute Spiele. Gibt es eigentlich sowas für Eltern, die sich daran orientieren könnten? Ja, gibt es. Also ich kann Ihnen jetzt nicht die Seite sagen. Es gibt einige, ich weiß, dass zum Beispiel, ist das Schleichwerbung, Deutschlandradio hat so eine Sendung Elektronische Welten, wo immer wieder solche Spiele vorgestellt werden. Die kann man im Internet abfragen. Es gibt Links zu entsprechenden Beurteilern. Es gibt Messen dazu, zu pädagogisch wertvollen Spielen, die, das muss man dazu sagen, teilweise sogar richtig Spaß machen können. Das ist manchmal ein Punkt, wenn es zu pädagogisch wird, dann ist der Spaß nicht mehr drin. Das gibt es, das kann man suchen. Zu den Problemen, die man mit Spielen haben kann oder die man auch mit anderen Medien haben kann, gibt es Internetseiten wie Rollenspielsucht.de oder ähnliches. B-Secure hält einiges an Informationen bereit, wir halten einiges an Informationen bereit. Man muss sich ein bisschen durchsuchen, aber es ist zu finden. Sonst noch ein Foto? Ja. Der Foto viel von den Spielern, das ist schon extra sieben Spieler beschreibt, hat ja irgendwie nicht mehr vorne als von online gesucht. Schon auch einmal gesucht, wie der Fall. Wie also dann mit dem Verhängen, da werden immer mehr gesagt, und auch bei Leuten am mit fortgeschrittenem Alter, die permanent müssen konnektiert sind, permanent ohne abzuhören, ihre Handy konsultieren, nicht gehen, nicht gemeldet, was nicht geschieht, die wollen sie zwischen gehen. Schon eine zweite Batterie abhaken, weil sie wissen, ich kann nicht würden auf der Platz. Da wird ein Handy klappt, das ist massiv. Das hat auch eine Form von schon einer Aufhängigkeit vom Netz, weil das ist ja immer ein Key Spiel. Wie soll ich das bewerten? Also, so ein Verhalten. Das ist im Grunde genommen eine Unterform dieser PC-Internet-Problematik. Auch wenn ich den Begriff der Sucht jetzt nicht dazu nehme, aber das hat ja schon auch sehr abhängige Strukturen, wenn ich ohne mein Handy nicht mehr irgendwo sein kann. Und das ist allerdings, wie Sie sagen, ein Problem, was inzwischen auch deutlich mehr ältere Semester als die 14- bis 18-Jährigen betrifft. Und was aber in diesem Alter auch ganz besonders stark anfängt, das muss man dazu sagen. Aber das ist etwas, was um sich greift, also dieses immer online sein müssen, immer bei Facebook, immer wissen müssen, was die Freunde tun. Und wenn ich nicht alle 5 Minuten eine SMS kriege, dann kriege ich schon Schweißausbrüche und Atemnot. Das ist ernsthaft ein Problem, was sich momentan, glaube ich, erst wirklich aufbaut. Wie das zu bewerten ist, da werden wir erst in 2-3 Jahren wirklich drauf kommen. Also ich denke noch, dass wir mit dieser Kampagne auch wirklich den Akzent von der Zeit gesagt haben, einfach das Be Balanced, da sehen wir lenker soll auf die Seite lehnen, an eurem Gesinn, wie flott das ohne all die Maschinerie da rauszukommen, obwohl am Beruf ist das schon nicht mehr so, wenn er auch schon vorgestellt, sind wir auch noch irgendwie gefährdet, weil man den ganzen Tag ja muss mit Computer schaffen. ja, genau. So ist noch ein Froh? Ich bin eigentlich einfach dann da gleich froh. für den Steve. Du hast gefragt, ob wir mit der Industrie oder so. Ich bin eins, wenn das hier eben die Premium-SMS sind, wo ich effektiv Industrie zu Lützeburg und mit denen nicht darüber streiten, weil ich das auch etwas fürchterlich Nerviges fand, an wo ich so und die Industrie muss mir als Eltern eigentlich ein Produkt verkaufen, wo ich weiß, dass mein Kanner von dem Blödsinn geschützt sind. An der diese Menge mit nur Lesungen gehen, weil ich immer nichts von Leid höre, wo kann er schrecklich so und so verlieren, weil sie irgendwann ein Jahr aus Übermut sich irgendwo angeschrieben haben oder so. Ne? Und dann habe ich eine Frau und ich, Herr Kara, also aus meiner Elterntelefon- und B-Secure-Zeit, habe ich auch im Blick so eine Population eigentlich von jungen Erwachsenen, die total absacken, also die den Schritt ins Leben nicht packen und dann wirklich, weil Sie gesagt haben, es sind eher die 14, 15, 16-Jährigen, ich habe, wo es anfängt, ja, aber hier so
die extremsten Fälle waren bei mir immer so junge Erwachsene, wo auch dann Eltern total verloren waren, weil die dann auch zum Teil auch ja, entweder mit Gewalt gedroht haben. Also da hat das wirklich auch dann in der Familie sehr eskaliert. Ja, und meine Frage ist, ob das auch Ihre Erfahrung ist, also dass es, ja, wenn man den Weg nicht rausfindet, schon sehr weit führen kann dann auch. Ja, das ist so. Also wenn Jugendliche oder auch junge, auch ältere Erwachsene so sehr sich im Spiel, im Netz, in den neuen Medien verloren haben, dass das einzige Interesse ist und der einzige Lebensinhalt, dann ist mir das auch sehr erklärlich, dass wenn man diesen Lebensinhalt plötzlich abschneidet, dass es da sehr extreme Reaktionen gibt. Und die gibt es ja von Aggression, Gewalt gegen Eltern, gegen sich selber bis hin zu Suizidversuchen. Und sind sicherlich Situationen, wo dann auch entsprechend drastische Maßnahmen notwendig sind, um einzuschreiten. Ich habe dann ein Glasspruch. Das ist eine Thematik, die nicht nur zu Lützeburg, sondern überall furchtbar tabuisiert wird. Und das ist Online-Pornografie. Auf jeden Fall eine klare Tendenz, dass Menschen aufhängen, gehen, dass sie das wirklich brauchen. Was wesentlich mehr größeren Impact kann nun zu einem jungen Mensch. Was ist das Online-Pornografie? Was ist das? Gucken, Filme gucken. Oder interaktiv. Interaktiv. Wie interaktiv? Nee, ist das nicht mehr Konsum oder ist das auch wie Spiel interaktiv? Das heißt dann also sich die nächste Etappe. Wenn du lebst, die konsumierst, wirst du vielleicht auch Produzenten geben, weil du vielleicht zu kannst du mal davon denken. Das ist vielleicht auch eine andere Rolle. Mit mehr aber im Fall von jungen Menschen, die sich nur dokumentieren, ist das etwas, was da gesehen wo Leute bei euch kommen, die du Probleme haben. Das sind nicht die Leute, die zu uns kommen. Also ich habe aus meiner klinischen Zeit ein bisschen Erfahrung mit Sexsüchtigen und Cybersexsüchtigen. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Ich glaube, es ist weniger ein Problem für Eltern und Kinder, weil der durchschnittliche Mann, meistens sind es Männer, sind eher, glaube ich, nur 15% Frauen in dem Bereich, die damit zu tun haben, sind meistens Mitte 30, Ende 30. Die dann wirklich exzessiv Pornografie konsumieren und dann über zunächst den Gratiskonsum, dann auf die Paysites gehen und dann auf die pornografischen Chatrooms und Webcams und ähnliche Geschichten. Das wird dann auch richtig teuer. Aber das ist eher eine Ausformung der Sexsucht als der Internetsucht. Da bietet das Internet nur ein neues Medium, um da leichter einzusteigen. Aber es ist ein Riesenbereich, ist ein riesengroßer Bereich mit einer ungeheuer hohen Dunkelziffer, weil kaum jemand mit diesem Problem in Behandlung kommt. Es ist kaum etwas schambesetzter, als im Bereich der Sexsucht zu arbeiten. Ganz schwer. Ist das vielleicht auch ein Jugendkarten-Thema? Das relativ. Also bei uns ist es so, dass lo, die letzten Jahre sind verschiedene Erfahrungen gemacht, genug vom Ministerium aus für den Access um Internet zu limitieren. Ich meine, wir haben am Jugendhaus ein Blackbox, ein Firewall, genau, pardon, wo ich relativ einfach kann ausstellen, was Junker dir gucken und was nicht. Das heißt, wir haben da, als Administrator haben wir ein Interface, wo wir können anklicken, dass sie zum Beispiel Proxy-Server nicht erreichen, dass sie alles, was Gewalt ist, nicht erreichen. Was mir da just auffällt, dass, also natürlich, es hilft. Ich denke, das ist normal, wenn ein Junker hat, die in der Pubertät sind, die gehen halt mal gerne so Sachen auf dem Internet sicher googeln. Also schon ganz oft, dass sie dann, gehst du auf Google, ob ich einen Computer esse, dann denke ich, was könnte das Sex? Weil einfach das relativ oft da Gesicht geht, sie kommen natürlich näher uns da raus. Und du hast dann natürlich verschiedene Junker, das ist dann natürlich der Reiz vom Verbotenen, was mehr verboten ist, was mehr probieren. Und du gehst dann nicht gefragt, ja, ich sind dann, du bist doch gut an der Info, du kennst doch gut aus mit Computern, wie kann ich die Sperre umgehen? Und dann hörst du ganz oft, die einfach bei dir an das Büro kommen und ihnen da so, ich warte mal, ich komme einfach auf die Seite. Und dann, ja, dann probier. Und dann probiert, dann kommt einfach näher uns raus. Und dann, da weißt du, okay, das ist einfach noch ein Thema, auch wenn es einfach gesperrt ist, sie probieren nicht einfach.
Ja, ich meine, hier lo die Blackbox installiert gewann an der Jugendhäuser. Ich meine, all Jugendhaus hört irgendwann zum Schnittieren oder all Jugendhaus muss ein Hund. Du wärst das vielleicht noch ernst, weil ich einfach nicht kontrollieren konnte, wo die Jungen all geben hinsurfen. Das ist aber nur in den letzten Jahren, dass das Gott sei Dank viel mehr kontrollierbar ging. Und für die nicht ein bisschen älteren durchstehen, die so ein als Jung sie bei ihr ob den an die Seite gucken gegangen. Also das geht nicht. Ich denke, dass sie aber trotzdem noch immer die Möglichkeit tun, außerhalb vom Jugendhaus, wo die oder nicht dafür können, mehr, aber das einfach die Möglichkeit, sie kommen einfach drauf. François Thiel hat noch eine Frage. Ja, ich bin noch eine Frage. Wir sind Gefühl geworfen. Ich bin Kanner von bald 20 an 16 Jahren. Und die konnten alle zwei recht mit 16 Jahren ihre Computer im Zimmer. Das war relativ schlecht. Wir haben zwar viele Computer daheim gehabt, die waren dann am Büro. Kurz locker, wenn sie wollten. Also nicht ein der erzählt, so, man kann den recht mit 16 Jahren Computer im Zimmer kriegen. Natürlich gesagt, ja, und halt. Hat uns ein Handy mit freiem Internet gesehen. Das heißt, ich als Eltern sitzen da, gemenge Kanner oder die Jugend, am Jugendhaus, menge Kanner Internet gesehen, den hast sekretisiert, ich hatte das eben nicht. Und das ist nicht gesund, geht. Ja, mit das ist einfach, dem muss das kein 3G, kein 4G, den Kanner hat kein Handy mit Internet gesehen. Wie ist die Spielindustrie oder geht die Spielindustrie an die Richtung, dass das auch noch Ring-Your-Device, die kleinen Device läuft ganz massiv oder bleiben wir noch länger hin im größeren Ekran? Das sind zwei Branchen, die komplett getrennt laufen. Natürlich aus dem Moment von den Zahlen hier, was die Firmen anholen, Mobile Gaming, das heißt alles, was am App Store aufzulaufen, als Highest Grossing, das heißt, es gibt kein einer Videospielbranche, die so viel anhält wie der Mobile Gaming zurzeit. So viel anhält oder so viel wies? So viel wies dann so viel anhält, ne? Also quasi all Videospiel-Publisher wie mir auch, sich nur eine Möglichkeit, die Branche mit auszuschöpfen. Weil da reicht viel mehr Utilisatoren, wie zum Beispiel um Computer, um großen Display, mehr zu denen nicht die technischen Möglichkeiten. Das heißt, richtige Spieler, in die wirklich gerne zockt und die gerne kompetitiv spielt, den hat kein Interesse an einem Handyspiel. Mehr den, der casual spielt, den im Büro sitzt, sich langweilt, mal ein bisschen selbst machen oder beim Kacken, mal ein bisschen ganz schnell auf den Handy guckt, da ist das natürlich direkt ein Thema. Mehr die Spieler sind nicht zu vergleichen. Das ist eine ganz andere Schematik und es funktioniert doch mit einem System, den wir in der Branche nennen Microtransactions. Das heißt, ihr bezahlt am Anfang auch nicht für ein Spiel, mehr für Kleinigkeiten am Spiel. Und dann nicht, wie das bei mir der Fall ist, bei den richtigen Spielern 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, wir nehmen 10 Cent, 20 Cent, 30 Cent. Und das sind Sachen, die gehen aber dann direkt von der Kreditkarte auf und nicht wie hier bei den Abos und so weiter von der Handysrechnung. Das heißt, da braucht ihr am Anfang so in dem Sinn keine Sorgen zu machen, wenn er kann also Spieler um Handy haben, wenn sie keine Kreditkarte auf ihrem Google Play oder iOS-Konto haben, da kriegen sie auch die Sachen nicht. Sie kriegen zwar Spieler, aber sie können nicht zusätzlich Geld ausgeben. Das läuft alles über eine sichere Weh in dem Sinn. Mhm. Ich meine, du könntest aber größere Probleme als Zoll, weil im Bereich von der Schule, im Bereich von der Lisse, im Bereich von den Strukturen, wir bieten immer mehr sekretisierte Raum und an dem Land springt, läuft ein Bring Your Own Device, den das komplett delassiert, sowohl an Informationssicherheit wie an der Utilisation. Ich meine, du könntest ganz kurz Challenge aber so, für alle, wenn die sie eben verbieten, den Handy, ich gehe mal drüber geschwärzt, als da den Absatz vielleicht sollte man eigentlich thematisieren. Das ist ja auch das, was der Claude gesagt hat, wie man für drüber nicht geschwärzt tun, dass am Jugendhaus am Anfang alles clean, du hast alles sein, aber was die Jungen auf ihrem Handy machen, das kann ich natürlich an dem Sinne nicht. Ja, aber sie wissen das, aber bei ihnen ist das nicht verboten. An der Schule wissen sie es nicht, ja. Weil kann man verstopft. Erik, ja, ich meine, Frau, das geht ein bisschen auch in die Richtung. Also, das möchte ich auch relativ dann von dir, wenn du ein bisschen interessiert.
wo du von vielen Älteren schon beschwert, also du gehst eigentlich an die Kategorie drin, an den ganz kleinen Kanal. Die kriegen schon die, was dann knapp zu Geburt, sie haben sich auf Facebook gekauft, mehr auf der anderen Seite kriegen ganz schnell die Apparate. Und dann tatscht du, wie gesagt, die gehen ganz schnell nach Dienst, sie lernen ganz schnell und im Spiel auf ein Level weiterkommen. Mein Freund, du öffentlich, du, wenn ihr reagiert, wenn die Spielindustrie drauf, das ist, welche Werke sind die Luft, die dann noch durchkommen, zu probieren oder irgendwann, die Grafiker, all die Programmeure, die da hat geschafft, um noch zu finanzieren. Bah, natürlich im Bereich Kannerspieler, sie wird am Handy oder sie wird am Computer, geht doch eine große Marsche. Das funktioniert aber ganz anders und das funktioniert am Anfang auch viel mehr harmlos. Sie, wir können einen Kanto keine Suchen aus der Tasche ziehen, die nicht da sind. Aber das ist alles ad-supported. Das heißt, Kant guckt daheim, ob Nickelodeon, Dora the Explorer oder will das im Computer spielen. Da geht ihn das am Google an und da könnt ihr ob so spielen. Kant geht auf eine Seite, kann das komplett spielen, ohne zu bezahlen, dass keine Werbung da für Sexseiten oder irgendetwas, was nicht kann, gerade das. Aber auf der Seite oben läuft aber eine Werbung für Fischerpreis. Aber wie das so oft, was mehr oft auf das Spiel geklickt wird, was die Firma mehr Suche für Fischerpreis kriegt. Und das war am Anfang schon. Ja, nach einem Frodo. Das ist eine Frage, die Industrie, die das Prozess, die wir gesagt haben, die geht nicht decken, wenn das ist, das kann aber jetzt nur eine gewisse Plattform da stehen. Also, wie heißt das die Plattform? Das ist froh, das ist vielleicht nicht ganz gern, als richtig, du kannst dich alles feststellen. Die sollten mir decken, wenn du ja selber gucken, dann keine Kanner, die wissen, wie sie kriegen. Also, wir decken, wohlverstanden, wir decken das nicht nur für die Kanner, wir decken das für Jiderin. Du gehst ein ganz rich Payment-Optionen, Prepaid, über Visa und so weiter, wo er kann er zum Beispiel mit schwerer Druck kommen oder mit einfach Druck kommen, weil den an all Kaktus und an all Cora kaufen. Ich kann leider süß so viel sagen, für Lützebäuer Akkommens ist die Plattform immens niedrig. Ich kann nicht so, wie viel das ist. Obwohl, das ist noch immer relativ. Also, ich meine, da, wenn du keine Zölle kannst, kommen wir auch nicht mehr weiter rüber. Und was mich schon nachging interessieren, mir geht es ähnlich wie François Thiel. Wir hatten eben derzeit nicht Handy mit Internet für Eiskannerkunden, auch spät PlayStation und so weiter. Das wäre wohl halt so nicht mal durch den Druck eben von den anderen vielleicht nicht mehr. So mich spielt es eine Rolle, wenn in Lurem vom pathologischen Computerkonsum schwätzt, spielt es eine Rolle, dass ich Kanner so spät wie möglich mit denen denen Technologien an Kontakt bringt oder nicht? Ich glaube, es spielt eine Rolle. Ich finde, dass man, also jetzt noch nicht in der Wiege, aber dass man Kinder durchaus früh mit diesen Technologien in Kontakt bringen kann, weil sie einfach zum Leben dazugehören. Aber das, was unsere Aufgabe als Eltern oder als Erziehungsberechtigte, als Erwachsene ist, ist den Kindern zu zeigen, wie man maßvoll damit umgeht, wie mit anderen Dingen auch. Also wenn ich zu Hause sitze und beim Abendessen 25 Zigaretten rauche, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind irgendwann mit dem Rauchen anfängt und zwar relativ ungezügelt. Wenn ich das nicht tue, wird das so nicht passieren. Das heißt, wenn ich meinem Kind beibringe, dass man mit dem Computer bestimmte Dinge gut tun kann und dass man die Zeiten begrenzt und dass ich nicht 5 Stunden am Stück davor hänge, also dann natürlich auch nicht als Arbeit, weil dann sollte ich mein Büro zu haben. Dann bringe ich dem Kind bei, Maß zu halten. Das ist das Beste, was wir dann tun können. Allerdings mit einer Einschränkung, das möchte ich noch dazu sagen, weil die Fragen eben auch dahin gingen. Vertraut machen mit Medien heißt nicht freien Zugang geben. Also ich mag da furchtbar altmodisch erscheinen, aber dazu stehe ich. Ich glaube nicht, dass ein 13-Jähriger über Nacht sein Handy im Zimmer haben muss. Ich glaube nicht, dass es lebenswichtig ist. Ich glaube, dass es Generationen gab, die es ohne Handy geschafft haben zu überleben. Und ich glaube, dass es für 13-Jährige ungeheuer reizvoll ist, unter der Bettdecke oder im dunklen Zimmer, möglichst im abgeschlossenen Zimmer von innen, habe ich jetzt auch schon Fälle erlebt, zu spielen, SMS zu schreiben, rumzutelefonieren und dann morgens erst um 3 in die Kiste zu fallen und natürlich um 7 Uhr mit dicken Augen aufzustehen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin. Aber diese Einsicht kann ich von einem 13-Jährigen auch nicht erwarten. Die muss ich von Eltern erwarten. Mhm.
ich glaube, der erste Schritt, ganz selbstverständlich und ohne großes Brimborium, das ansprechen und sich da auch nicht von abbringen lassen. Also die Erfahrung, die ich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganz besonders habe, ist, dass sie unheimlich gut im Leugnen sind. Das ist ja gar nicht so, die anderen spielen mehr und das macht doch nichts und es kommt nichts Schlimmes raus. Wenn Sie als Vater die Idee haben, mein Sohn, meine Tochter hängt zu viel am Computer und macht zu wenig andere Dinge, dann gilt es, das erstmal anzusprechen. Und zwar, und das wird, da wird es schwer, möglichst ohne Vorwurf, sondern erstmal einfach als Beobachtung. Mal gucken, wie sie reagieren, mal gucken, ob wir ins Gespräch kommen. Wenn wir ins Gespräch kommen, sind die Hürden im Grunde genommen schon gefallen, weil dann wird es möglich sein, irgendeine Art von Vereinbarung, von Arrangement zu treffen und zu sagen, wir hätten das gern auf einem Maß, dass es uns keine Sorgen mehr macht und dass es dir immer noch Spaß macht. Also einen guten Kompromiss zu finden. Ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden und zur Erziehung dazu, dass wir mit unseren Kindern dann Dinge aushandeln, wenn sie älter sind. Aber natürlich liegt die Grenze oder das Festlegen der Grenze oder was ich für gesund halte, erstmal auch bei mir als Vater oder als Elternteil. Und wenn ich merke, dass das nicht geht, dann würde ich dringend empfehlen, irgendeine Stelle aufzusuchen, die dabei unterstützt. Weil dann wird's jetzt, dann fächert sich es jetzt sehr auf, was zu tun ist, was zu tun wäre. Da müsste man dann wirklich ein paar entsprechende Gespräche führen. Ich fand, der Claude Nussbaum hat für Droschen geschildert. Sie haben eine neue Regel abgesagt, und dann, also, und dann geopgeflammt, und dann wurde auch gut. Und da das auch meine Erfahrung, dass von den an einer Familie einer muss ein Klo-Regeln absetzt, die vielleicht am Moment wie oder so, meistens funktioniert das aber und können den weg von dem ewigen Hickhack, weil da das für das was fair so vergift auf viele Familien, passt schon nicht am Gang, kriegst du kein N oder also wo am von Gold Grenze gesagt gibt, hat überhaupt keinen Sinn oder so. Wir waren von den wirklich drum Streit im richtig Grenzen, da muss ich noch vielleicht Heinz, du an der Familie ein bisschen drum streiten, kriegt die Menge auch darüber roh an Put. Ja, an der Stelle möchte ich auch gern jemanden zitieren, ich darf das, ich habe gefragt, nämlich meine Tochter. Die wollte unbedingt mit 12, ab 12, mit großer Macht einen Fernseher in ihrem Zimmer haben. Und die hat gemacht wie das Messer, die ist eine richtige Kämpferin. Und inzwischen ist sie 25 und vor 2 Jahren, sie hat jetzt ihre eigene Wohnung und auch einen Fernseher, aber sie hat sich mal dafür bedankt, dass wir ihr den nicht gegeben haben. Und das fand ich eine ganz schöne Sache, weil das waren sehr anstrengende Zeiten, das war sehr schwierig und das war natürlich auch ein Stück weit diese gute Beziehung zu dem Kind aufs Spiel setzen und zu sagen, ich bin jetzt der Böse und ich mache das, auch wenn dir das nicht passt und wenn du gegen die Wand läufst. Du kriegst diesen Fernseher nicht und es war viel Geschrei und im Nachhinein aber nochmal zu hören, das war gut und richtig und ich bin dankbar dafür. Und ich denke, das ist was, das können wir als Erwachsene voraussehen, dass sowas kommt. Das kann ich von 12-Jährigen nicht erwarten, aber das ist was, woran ich bei dieser Diskussion immer denken muss. Ganz kurz vor, ist damit zu rechnen, dass das steigt und dass das fällt? Zum Beispiel, ich spiele seit meinem 16. Lebensjahr mit Computern. Ich habe zwar pathologisch programmiert, aber ich habe auch viel gespielt. Und ich habe aber irgendwie, ich habe das im Griff behalten. Erstens mal wegen meiner Rettung. Und zweitens wegen den Kindern. Aber ich habe das weitergegeben an meine Kinder. Die spielen auch gerne mit dem Computer. Das ist auch eine tolle Beschäftigung. Ich jetzt einen Film schaue oder ein Spiel spiele. Das ist auch eine wichtige Industrie, sehr wichtige Industrie geworden. Ist damit davon auszugehen, dass das eher weniger wird, weil die Vorbildfunktion mittlerweile kommt, weil es gibt ja viele Eltern, die nie gespielt haben, die haben als Kinder nicht spielen, oder hat das gar nichts damit zu tun? Hoch ist vielleicht in der Industrie, also mir geht das da nicht steigen. Also, denn, es sei denn, es ganz einfach um Marché selber, die geht wirklich mit Produkten überschwemmt im Moment. Das heißt, es ist immer ein No-Fro dafür da, und die geht auch immer an die Lut. Par contre, kann ich nicht bestätigen mit den Daten, die ich zur Verfügung habe, dass es sich effektiv größtenteils im Kanner handelt. Also da ist es wirklich immens von den Spielern aufhängig, was die Spieler am Anfang mehr brutal gehen, Schauspieler und so weiter, was Publikum
mehr jung geht. Teilweise sogar zu jung, für die überhaupt zu spielen. Aber die Spieler mehr interaktiv gehen, so an die Richtung, wie der Kollege die Spieler gespielt hat, mehr soziale Interaktion und so weiter, du hast den Alter teilweise extrem, extrem hoch. Und zumal bei den mobilen oder Browserspielern, ich habe viel drunter bei so einer Sozietät geschafft, da war das Durchschnittsalter teilweise 35 bis 45 Jahre von Leuten, die das gespielt haben. Also kann ich nicht sagen, dass das globale Problem ist von der Jugend. Mehr die Spieler sind mir jung. Ich zu meiner Zeit habe auch angefangen mit Spielen mit 8, 9, mit meisten Gameboy oder so, den ich da gerade oder den nächsten Nintendo. Mehr Haut, wo den effektiv andere produzieren, die eigentlich gut nicht kann gerecht sind, wo ich ganz oft ganz jung kann, aber schon dort gesagt. Ich bin just ein Freund, Boris, du musst ja loben. Beruflich spielst du an dem Sinn. Ja. Viel. Spielst du doch noch an der Freizeit? Manner. 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 Das ist also richtiger Kandidat für eine Kampagne wie Balance. Ich gebe so ein. Wir kommen nur zum Aufschluss. Ich gebe euch merci so, dass ihr den Abend hier wart. Alle Guten. Merci heute den Experten um dich. Und ich habe heute noch ein, also, ja, ein chinesisches Sprichwort von, was ich meine, was wir uns alle gut sollten zu Herzen holen. Und da geht es darum, ihr in Aufhängt mit Spielen soll die ganz klar definieren. Erstens die Regeln, zweitens den Ersatz und drittens der Moment, wo ihn abhalten soll. Und ich meine, das sollten wir uns alle gut zu Herzen holen. Wir können nur noch den Erik, den auch vielleicht ein Wort zu der Konklusion will, so und noch zu unserer Kampagne. Das ist wirklich ganz kurz, weil mit dem du einen Spruch aus direkt, voilà, aus der ideale Überlegung auf der Patchen. Wie gesagt, eine ganz wichtige Sache effektiv die, dass auch noch hier kommt. Also ich will auch von meiner Seite an, am Namen von der ganzen BCQ-Equipe, wirklich große Merci und all den Leuten, die das hier nur noch so persönlich rüberbrüchst und man hier viel Fachkenntnisse rüberkriegt. Und ich meine noch ganz viel persönlich, das wird auch nicht einfach. Ich will all die Merci für das Ehren noch Situationen zu berichten, weil es auch wirklich dann auch ganz praktisch gemacht wird und auch glaubhaft gemacht wird. Das ist eine große Merci, wie gesagt. Dann aber auch, war Henke auch ein paar Mal angeklungen, dass das, was ein wichtiges Message stehen ist, dass man nicht schuld sondern ob Kinder oder ob Jugendliche schieben, mit das aber bei den Eltern, bei den Großeltern, noch bei Taten der Money, die man auch Kado gehen, dann so nicht engemein, ich gehe aber nach dem Handy. Das ist wirklich du, die Verantwortung hast, bei den Wursten. Und dafür weise ich im Lund darauf hin, weil du frisch gedrückt hast, ganz frisch von heute Morgen hast, wo du Broschüren überleihen, die heißt, guck mal, was den Kinder machen. Das sind jetzt heute Tag schon, die wir, wie gesagt, mit ganz vielen Partnern zusammen gemacht haben. Und auch da geht das hier ein Thema, nämlich zu viel online sind zu viel, mal so Medien noch sich vielleicht daran zu verdeifen, als du thematisiert. Ich kann das wirklich nicht mehr wärmstens empfehlen. Und das ist dann, wie gesagt, dann mein Schlusswort. Die Kampagne, also du gerade super gestartet, mit der Hayat Habel Rund. Und sind gespannt auf weitere Reaktionen, auch nach heute Novent High, respektive dann auch bei den Internetkanälen, wo wir auch präsent sind. Wir sind im Fall doof, froh sind, können sich gerne bei der Kipfo BCG melden. Merci.